In diesem Video erkläre ich dir über die Laufzeit bzw. die Jahre bei einer jährlichen Verzinsung mit dem Zinseszinseffekt berechnest. Moin Moin zusammen, heute haben wir wieder was Geiles am Start. Wir wollen eine jährliche Verzinsung, eben mit dem Zinseszinseffekt wollen wir eben die Laufzeit oder die Jahre berechnen. Wir wollen also T. Wir wollen wissen, wie lange müssen wir das Ding anlegen und Spaß haben. Gut, Zinseszinseffekt, ausführliches Video dazu, unten in der Beschreibung reinziehen. Kurz und knackig, ich baller Geld in den Pott rein, das wirft jährlich Zinsen ab und diese Zinsen wiederum werfen auch wieder Zinsen ab. Darum auch Zinseszinseffekt genannt. So, und nun wollen wir folgenden Tatbestand lösen. Ich habe am Anfang, am Start, eben mein Startkapital oder eben auch Barwert genannt, habe ich 10.000 Euro. Ich kann das Ganze zu einem I-Zinssatz eben für 8% anlegen. Und ich möchte einen Endwert, also mein Endkapital, von 18.000 Euro haben. Der Zeitraum. Den möchte ich jetzt herausfinden. Wie lange muss ich das ganze Geld anlegen, damit aus 10.000 18.000 wird bei 8% Zinsen? Grundsätzlich nochmal dazu, manche schreiben statt 1 plus i, weil sie einfach faul sind, q ist einfach nur eine andere Schreibweise. Sieht man hier 1 plus i und hier schreibt man statt q. Naja, gut, dann muss ich halt 1 plus i rechnen und dann ist das mein q. Aber lass uns gemeinsam das Spielchen loslegen. Das ist meine Formel. So habe ich die hergeleitet. Ein Herleitungsvideo dazu, auch unten in der Beschreibung. Gut, fangen wir doch direkt mal an und ziehen die kleine Dame aus. Oder in dem Fall an. Wir haben also einen Bruchstrich, da haue ich den LN rein. Und dann habe ich oben den Endwert, die 18.000 Euro, geteilt durch meine 10.000 Euro, mein Startwert. Das ist oben im Bruch mit meinem LN und unten drunter haue ich LN, Klammer auf, 1 plus mein Zinssatz. Das sind nicht 8, sondern 0,08. Wir haben Dezimalzahlen bitte, meine lieben Damen und Herren. Und schon habe ich das Ganze. Hätte ich das mit der Q-Formel gemacht, dann hätte ich vorher Q ausgerechnet. Und Q ist ja dann eben 1 plus 0,08. Also ist Q in dem Fall 1,08. Hip hip, hurra. Gut, und wenn ich das sauber in die Formel einsetze, schön ausrechne, habe ich einen Zeitraum oder eben Jahre von 7,64, gerundet natürlich, Jahren. Nach 7,64 Jahren habe ich einen Endwert von 18.000 Euro, wenn ich 10.000 Euro anfangs reinlege und jährlich 8% Zinsen bekomme. Wenn ich natürlich aus dem hier, was jetzt Jahre ist, Monate haben möchte, mache ich das Ganze nochmal mal 12. Möchte ich es mal Tage machen, gibt es 360 oder 365. Manche machen sogar sicherheitshalber nur 350. Wie ihr es machen wollt, ist mir egal. Hauptsache ihr habt Spaß dabei. Gut, das ist wieder meine kleine süße erotische Aufgabe hier. Also Startwert 3.000 Euro, Endwert 4.500, Zinssatz 15%, legen wir das ganze Stück an. Und dann kommt ein Zeitraum oder Jahre von 2,90 Jahren raus. Also fast roundabout 3 Jahre muss ich das Geld anlegen. Übungsaufgabe ausprobieren, viel Spaß dabei haben. Macht attraktiv. Gut. Kurz und knackig, was ist zu beachten? Zum einen, denkt dran, I, Dezimalzahl verwenden. Zum anderen, bei der jährlichen Verzinsung in dem Fall kommen dann auch Jahre heraus. Und denkt dran, wenn ihr es noch nicht umgestellt habt, lernt einfach die Formel hier auswendig. Ansonsten umstellen, Video in der Beschreibung. Gut, falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.